Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Carbon. Ich bin Zoll. Ich bin der Rockstar. Und ja, wir sind immer noch fleißig am Zurücksetzen. Nein, wir sind fleißig am Rennen fahren. Was haben wir hier? Kontrollpunkt. Komm, gib ihm. Ich weiß noch, mit dem Perlglanzlack, da habe ich ja vorher überhaupt keinen Kontakt mit gehabt. Ich glaube, in Underground 1 war er mit drin, ne? Perlglanz. Wirklich? Das war das erste Mal, dass ich Perlglanzlack gesehen habe und dachte, boah, wie krass ist der Lack denn bitte? War allgemein, ich habe ja mit Tuning und so, habe ich halt allgemein gar nichts an mir gehabt, ne? Deswegen Gran Turismo 3 ist auch völlig an mir vorbeigezogen. Ich habe zwei Kollegen gehabt, die das sehr intensiv gesucht haben. Hier, Patrick, der hat das auch intensiv gesucht. Und wir hatten einen in der Gruppe, der hat da gecheatet an uns. Also der hat sich da ein Vermögen ercheatet und hat sich erstmal jede Karre gewonnen. Ich geh mal kurz in die Option rein. Was hast du da? Option. Audio. Und mach mal alles auf 50%. Alles? Auch alles. Musik? Ja. Spielmusik auch 50, so, und dann war's das, ne? Ja, fertig. Weil beim Schneiden ist mir aufgefallen, das Spiel ist immer noch ultra laut. Mhm. Ja, zurück zur Geschichte. Patrick, das war so ein Psycho, der hat halt alles gemacht, ne? Hier, Qualifikationsrennen, hast du nicht gesehen, ne? War der hellauf begeistert von. Der hat da irgendwie, weiß ich nicht, monatelang hat er das Spiel gespielt. Was? War so sein Graceland. Und der andere Kollege, der hatte sich das danach irgendwann geholt und meinte dann irgendwie einen auf dicke Hose machen zu müssen. Und hat sich dann da Geld ercheatet und alles, ne? Und das Geile ist, Patrick hat ihm dann verkaufen können, dass, wenn du die Karre durch die Waschanlage jagst, weil der Lack ja dann voll Schmutz ist, die Karre langsamer fährt, ja, wenn du die nicht wäschst. Das war so sein Art, ihm dann das ercheatete Geld aus der Tasche zu ziehen. Fand ich super. Hab ich so echt so gedacht. Und der glaubt den Scheiß? Ja. Ah, warte, danke, Ballern. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, da gab es ja auch diese 24-Stunden-Rennen in Gran Turismo. Ich meine mich da an was erinnern zu können. Man mag mich da jetzt aber auch verbessern, wenn ich da falsch liege. Wie gesagt, selber nie gespielt. Höchstens mal so ein bisschen zugeguckt. Ich hatte ja allgemein hier einen Kollegen, Louis. Ja, Luigi, war Italiener. Der war natürlich auch begeisterter Rennfahrer. Also hat, weiß ich nicht, 50 Millionen Rennspiele gefühlt gekriegt. Oder sich geholt. Der hat zum Beispiel auch Formel 1 gezockt und sowas. Also der hat auch hier so 24 Stunden von Le Mans und so, hat der auch mit durchgezogen. Ne? Patrick war da auch mit bei, weiß ich noch. Haben sich nämlich so nach 12 Stunden mal abgewechselt, haben sich irgendwie nach Nacht durchgemacht. Ich weiß nicht, das sind auch so Erlebnisse, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man da sagen kann, ob man sich da Gedanken machen soll oder so. Ich fand es eigentlich immer mehr lustig. Weil im Prinzip war es ja auch so eine Erfahrung wie im 24-Stunden-Fahren, weil ich weiß jetzt gar nicht, bei den 24 Stunden von Le Mans, macht das ein Fahrer oder wechseln die sich auch? Nee, es sind zwei Fahrer. Ja, also quasi so, wie die beiden das gemacht haben. Wie gesagt, ist ja im Prinzip dieselbe Erfahrung, ne? Konzentration, hast du nicht gesehen? Dieselbe Erfahrung hatte ich schon mal in Gran Turismo 5 gemacht, damals auf der PS3, wo ich es neu bekommen hatte, ja, und Gran Turismo 5 im Bundle geholt gehabt. Ja. Da hatte auch noch ein Kollege von Logitech, weiß ich noch. Das wird nichts. Pedale, Schaltknauf und Lenkrad. Oh. Da haben wir uns bei ihm noch in den Federn war das eingeschlossen. Um 12 Uhr hat das damit angefangen und am nächsten Tag um 12 Uhr waren wir durch mit dem 24 Stunden. Das war auch ultra witzig. Ja. Da wir auch sturmfrei hatten. Ja. War aber auch natürlich Belastung. Ne? Danach warst du natürlich erstmal im Arsch. Ne? Ja, ja, klar. Vor allen Dingen, das war noch das Witzigste. Das Wochenende hat der Kollege frei gehabt. Wie natürlich oben in seinem Dachgeschoss. Bruder, also er muss so dir vorstellen, er hatte so ein ganzes Abteil für sich im Dachgeschoss. Ja. So eine kleine Wohnung so in dem Sinne. Wir haben das natürlich alles zugemüllt. Da halt eine Energy Drinks, Ammas und sonstige Scheiße. Alles ganz komplette Taschengeld auf den Kopf gehauen. Nur für den Abend. Und wir hatten da halt wirklich noch ein paar Stunden Zeit, ob so 3-4 Stunden, bis die Eltern wieder nach Hause kamen, musste die ganze gesamte Bude auf Vordermann bringen. Ja, und das natürlich in so einem Zustand, ne? Ja, das war natürlich auch noch so geil, ne?
Nee, also ich kann mich da an so manch lustige Szene erinnern mit Patrick und mir. Das war ja auch der, mit dem ich Diablo 1 gespielt habe. Wir sind ja Diablo 2, haben wir durch Mario ja kennengelernt und waren dann voll auf dem Diablo-Train, wenn man so möchte. Und da habe ich mir Diablo 1 besorgt, haben wir zusammen durchgespielt und ich weiß nicht, wie oft wir wegen Patrick ins Gras gebissen haben. Es war der Wahnsinn, ne? Und vor allem, es waren so Momente, die teilweise so richtig dumm waren, ne? Zum Beispiel bei Diablo 1 konnte es passieren, dass mehrere Gegner vom selben Typus übereinander gelegt wurden vom Spiel. Dadurch sah das aus, dass es nur einer ist. In Wahrheit waren es aber 10 oder so, ne? Und ich glaube, das waren so eine Art Succubus. Ja? Er rennt in so einen Raum rein. Wir sehen den Succubus. Ich sehe eine Kugel fliegen und auf einmal ist sein komplettes Leben weg, weißt du? Und da war das ja nicht so, dass du eine Leiche hattest, die du wieder einsammeln konntest in Diablo 1. Da war das ja eher so eine Geschichte, die Items sind einfach hingefallen und du musstest die wieder einsammeln, ne? Und das hieß, wir mussten jetzt irgendwie in diesen Raum rein, ne? Alter, ohne Scheiß. Ich glaube, wir haben da 4 Stunden haben wir da dran verplempert, nur damit er seine Items wieder kriegt, ne? Und itemmäßig konnten wir halt auch nicht mehr aufbessern, weil das war schon das Beste, was das Spiel hergab, ne? Und ey, ohne Scheiß, ich habe ihn so oft verflucht und habe ihm so gesagt, Alter, warum machst du das immer? Warum tust du das? Es war schon fast so, als würde er es mit Absicht machen. Kurios, ne? Also um euch mal so ein paar Geschichten zu erzählen, ne? Das ist wie das mit Tekken, das werde ich auch nicht mehr vergessen. Ja, Tekken war ja auch so eine Faszination, haben wir auch wieder durch Mario. Mario war quasi immer der Ausgang von allem, ja? Warcraft 3, Diablo, Tekken, das alles hat immer mit ihm angefangen. Und ich weiß noch, dass Mario alle Nesen lang seine Memory-Karten verlegt hatte und sich dann immer neue kaufen musste, um wieder für Tekken die ganzen Charaktere freizuspielen. Urlustig, denn irgendwann hat er darauf keinen Bock mehr gehabt und hat er einfach für die Grundcharaktere, weil er sich gerade keine Memory-Card holen konnte, hat er einfach von den ganzen Grundcharakteren, die man vom Start aus her frei hatte, ohne Freispielen, hat er einfach alle Kombos gelernt. Bis er sich irgendwann mal so eine Tekken-Fibel geholt hat und danach war quasi kompletter Weltuntergang. Junge, was hat der uns ausgezogen? Der Hammer, Alter. Gibt natürlich wahrscheinlich auch noch Spieler, die weitaus krasser drauf waren als er, aber für uns war er schon so das Nonplusultra. Erinnere ich mich wie heute dran. Und woran ich mich auch noch dran erinnere, wir hatten damals via, wie hieß das noch, via Internet auf der Dreamcast hatten wir Leute kennengelernt und mit denen haben wir uns auch getroffen. Die sind auch hier in unsere Stadt reingekommen und haben dann hier irgendwo übernächtigt oder was, ne? Und auf jeden Fall, da waren dann natürlich auch wieder welche bei, die so dachten, ja, sie könnten richtig gut Tekken spielen und so. Und ja, dann kam Mario. Und das ist so eine Geschichte, die werde ich einfach nicht mehr vergessen. Weil er saß dann da und wartete darauf, dass sie ihm einen Charakter ausgesucht haben. Und sie haben ihm wirklich so den richtigen Bodensatz gegeben. Weißt ja, keiner kann was mit diesem Charakter. Und Mario zieht die Leute aus mit Kombos, die keine Sau vorher kannte. Und das war so, weiß ich nicht, das hat denen nicht gut getan. Also die haben echt an sich gezweifelt wegen der Geschichte. Fand ich mega lustig, weil ich kann es halt nicht anders, ne? Und ja, war halt cool irgendwie. Deswegen, also ich glaube, das waren so die ersten Kontakte mit Internetbekanntschaften. Und was auch noch zu erwähnen ist, Mario war auch leidenschaftlicher LAN-Party-Gänger. Das war ja noch die Zeit vor dem Highspeed-Internet, wenn man so möchte. Damals, als man noch mit dem 56K-Modem online gegangen ist. Ne? Jedes Mal, wenn ich solche Geschichten erzähle, fühle ich mich immer unglaublich alt. Naja, auf jeden Fall, es gab mehrere so kuriose Geschichten, ne? Und ich weiß noch, Patrick und ich, wir haben es sogar fast hingekriegt, wir haben fast einen Schulverweis gekriegt, weil wir komplett im Diablo waren. Seine Mutter hat ihm das Spiel weggenommen, also hat die CD versteckt, damals ging ja Diablo 2 nicht ohne CD. Mir wurde der PC aus dem Zimmer genommen, Leute, das waren Momente, ne? Weiß ich nicht, möchte ich aber auch nicht missen, wenn ich ehrlich bin. Weil Imo war schon so irgendwie cool, so ein geiles Erlebnis. Klar, man ist fast von der Schule, ich Idiot, ich hätte durchfahren sollen. War schon irgendwie trotzdem ein cooles Erlebnis, einfach weil man mit einem Kollegen zusammen so einen Scheiß dann durchgezogen hat, weiß ich nicht. Es war ja, denke ich mal, bei dir auch so dieses 24 Stunden von Le Mans, weil ich denke mal, das war auch so eine Aktion, wo ihr euch so gesagt habt, das machen wir nie wieder.
Ich habe auch nur eine lustige Geschichte zu Anfangszeiten von GTA Online. Aha, dann erzähl mal. Da war ja eh nichts los und die Server, die waren ja, also Stichtag, ich wusste noch, dass GTA 5 damals mir direkt zum Release geholt hatte und ich musste das Spiel sozusagen verstecken vor meinen Eltern, weil sie nicht wollten, dass ich ein Spiel ab 18 spiele. Gut, ich war da erst, wie alt war ich da, 17? Kurz bevor wir uns kennengelernt hatten, auf jeden Fall. Ich meine, da warst du 16, wo wir uns kennengelernt 16 haben. 16,5, 17, Anfang ja, 17. Das kommt hin. Auf jeden Fall musste ich mir das Spiel halt durch einen Bekannten besorgen, der mir dann natürlich auch der Spieler besorgt hat. Mhm. Aber auf jeden Fall war der Release von GTA Online ein halbes Jahr verschoben. Also ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr. Und als dann die Server online waren und wir endlich mal mit der PS3 zocken konnten, haben wir uns natürlich da erstmal eingeschlossen und ganz halt nur gesuchtet. Also da war auch noch so, dass die Level ziemlich mager gestaltet waren. Gut, du konntest auch nichts machen. Ja. Und ja, am Anfang haben wir halt nur gesuchtet und halt die üblichen Missionen, die es gab. Also die Einführungsmission mit Lester, mit Lamar so rum. Ja, Lamar. Und ich wusste noch, dass irgendwann mal mein Kollege Angriffe bekommen hatte und mich die ganze Zeit auf Spaß halt getötet hat, weil er sich mal ein Wochenende angeschlossen hat und 10 Level gemacht hat. Und somit noch bessere Waffen konnte. Hackern konnte. Und er war aber halt ein total schlechter Spieler, was das angeht. Also er hat sich vieles erglitscht, sagen wir so, weil damals ging ja auch noch Glitches. Ja, und du klar. Dein Geld vervielfältigen konntest, indem du halt das beste Auto gekauft hast. Für, glaube ich, 500.000 damals war das noch. Dann wenn du die große Garage hattest, hattest du noch einen Wohnwagen gebraucht. Den musstest du einen bestimmten Punkt vor die Garage parken. Dann mit dem guten Auto aus der Garage rausfahren, wieder reinfahren. Und dann hattest du, war der Wohnwagen auf jeden Fall weg. Und dann hattest du sozusagen das Auto doppelt in der Garage und konntest sozusagen das duplizierte Auto verkaufen. Das konntest du unzählige Mal treiben, dass er sich so hunderte von Millionen entschieden hat. Also der hat da wirklich das exzessiv getrieben. Ja, klar. Und als dann irgendwann mal im freien Modus halt 1 gegen 1 stand, ist der dezent ein bisschen ausgerastet, indem er einfach seinen ganzen Controller durch die Wohnung gepfiffen hat. Das Lustigste unter dem war, wir waren ja auch noch mittels nicht Discord, sondern Teamspeak am PC am Labern. Mhm. Und als es dann halt wirklich ausgerastet ist, bin ich in schallendes Gelächter gekommen. Ach so, wie damals beim Durchbruch. So ungefähr, ja. Und ich hab ihn nicht mehr gehört. Im GTA Online war er auf einmal offline und sein PC war aus. Ja. Tage später haben wir den erst wieder getroffen. Er hat uns erstmal seinen Controller gezeigt. Er hat den kompletten Controller so durch die Wohnung gepfiffen, dass seine Mutter hochkam, ihm die gesamten Sachen ausgestöpselt hatte und alle verkauft hat. Boah, Junge! Das war so ein richtiger Choleriker, also der noch schlimmer als du. Also der ist richtig bei jeder Kleinigkeit ausgerastet. Ich habe es ja nicht dabei belassen, ihn nur einmal zu töten, sondern mehrmals hintereinander. Das hat ihn noch mehr angegriffen, weil er ein größeres Level hatte. Und halt bessere Waffen als ich. Und ich war halt noch Level, keine Ahnung, 9 oder 10 und er war schon Level 25. Hatte somit auch die AK und alles frei. Und ich hatte halt nur meine Befliften am Anfang, ne? Ja, ja, klar. Also das war ein richtig lustiges Erlebnis, als er uns das erzählt hatte. Das glaube ich gern. Also das ist definitiv so ein Erlebnis. Ja, okay, muss ich sagen. Wenn ich überlege, was der heute macht, der ist ja ausgebildeter Polizist, so in dem Sinne. Will ich nicht wissen, ob seine cholerische Sache. Ja, ich glaube aber auf sowas bist du gut geprüft. Also ich glaube, die muss er mittlerweile im Griff haben. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber muss ich natürlich sagen, definitiv krasse Aktion von der Mama, aber so greift man hart durch als Elternteil. Ne? Ja. Ja, aber die war halt knallhart drauf. Die hat ihm zwar erlaubt, das wusste ich auch noch vom Gespräch von ihr, war halt relativ offen und tolerant. Mhm. Und wusste halt, dass Videospiele nicht gleichzusetzen sind mit der Realität und wenn man ein geistiges Alter erreicht hat, dann kann man auch sagen, komm hier, kannst du machen, solange es nicht ausartet. Ne? Ja. Das war aber ziemlich witzig. Ja, schade, klar. Er wohnt auch nicht mehr hier in der Gegend, er wohnt jetzt in der Nähe von Magdeburg oben. Ach so. Deswegen ist
Den habe ich immer noch im Steam drin. Den müsste ich mal anquatschen, dass er mal in Discord reinkommt. Ja. In unseren Chaos-Trupp. Ja. Der kann ein oder zwei Geschichten auch weiter so erzählen. So. Gibt es noch Geschichten, die ich aber jetzt nicht erzählen will, weil da müsste ich noch weiter ausordnen und die sind arg peinlich. Ja. Da er auch noch ein freier Abonnent ist. Ich hoffe, du hörst das. Nee, ich kann sagen auch, wenn ich so überlege, ne, Patrick war ja auch so ein Kandidat, ne, der hat ja schon bei uns gewohnt, ne? Das ist ja, das war ja auch noch so geil, da hat meine Oma Besuch bekommen, ne? Und die hat ja neben uns gewohnt und Patrick war ja auch dann den ganzen Tag da und dies, das, ne? Und dann hat meine Oma dann halt irgendwann meine Mama vorgestellt und sagt sie, ja, hier, das ist ihr Sohn, ne? Und dann sagte sie so direkt, und der andere ist auch ihr Sohn, oder wie? Ne? Weil für die war das nicht ersichtlich, weil der halt die ganze Zeit bei mir permanent rumgehangen hat und es einfach logisch war, dass der einfach mein Bruder war, weißt du, total krank irgendwie. Und ja, solche Verwechslungen kamen dann des Öfteren mal vor. Zum Beispiel hat Patrick ja auch die Angewohnheit entwickelt, nicht mehr zu klingeln bei mir. Der hat sich bei uns auf den Rasen gestellt, wir hatten so eine kleine Rasenfläche vorm Mehrfamilienhaus oder hinterm Mehrfamilienhaus vielmehr. Und hat dann da von oben hochgebrüllt, weil ich immer das Fenster auf hatte zu jeder Jahreszeit. Es war eine Zeit, wo Heizung für mich kein Thema war, weil habe ich halt nicht selber bezahlt. Und hat dann geschrien, Keller, weißt du, total geil. Ne? Und jedes Mal die Nachbarn, die haben auch ganz komisch geguckt, jedes Mal, wenn er vorbeikam. Die haben sich auch wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein Assi? Ne? Und weiß ich nicht, da kam ja noch alles. Und nicht zu vergessen, die Bombe, die, oh Junge, die Bombe, Alter, das ist auch noch so eine Geschichte. Ne? Aber die Geschichte, ganz ehrlich, ich glaube, die bewahre ich mir für den Livestream auf. Einfach aufgrund der Reaktionen, die ich dann doch gerne sehen möchte. Der Hammer, der Typ, ey. Aha! Oh, hier ist aber rosig. Ne? Und ich habe ja mehrere solcher Experten gehabt. Ne? Ich habe ja auch einen Kollegen gehabt, der Franco hieß. Ne? Und da waren wir mal irgendwie im Markt, haben irgendwie so eine Spielezeitschrift gesucht oder sowas. Irgendwie sowas. Irgendwas mit Games hatte es zu tun. Ne? Und da hat der wildfremde Mädels angesprochen, so, hey, du musst nicht verstehen, was wir hier machen, weil wir verstehen das selber nicht. Und die war immer so völlig schockiert, so, ja, will ich auch. Kann ich ja, ist so gut. Weißt du, der war auch ganz komisch drauf. Ne? So Rückbetracht muss ich echt sagen, ich habe es nur mit Bekloppten zu tun gehabt in meiner Jugend. Ne? Also der Hammer. Ja, und dann natürlich noch unser Durchbruchkollege. Ne? Der hat quasi den Tropfen zum Überlaufen gebracht. Leck mich am Arsch. Das ist auch so eine Geschichte, die glaubt einem eigentlich keiner. Ne? Nur nicht wirklich. Nicht wirklich. Ach, ich darf jetzt noch eine Verfolgungsjagd machen, oder? Ne, ich wurde noch nicht geklatscht, oder? Nein. Ja, kannst du ablehnen. Ach, jetzt doch, okay. Welches habe ich denn jetzt gerade gemacht? Ich habe doch gerade ein Rennen gemacht, oder nicht? Oben, ja. Ah, okay. Dann machen wir das. Nee, und ey, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mit Gaming verbinde ich jetzt mittlerweile auch so viel geile Erinnerungen, ne? Der Wahnsinn. Ich weiß noch, auch zu Super Nintendo Zeit. Ich weiß nur, dass ich bei Zelda damals nicht weiterkam und dem Kollegen auf dem Schulhof das erzählt hat. Ja, du musst da und da hin. Ich weiß noch, wie ich abgegangen bin. Schule zu Ende. Junge, ich war noch nie so schnell zu Hause. Ich wusste nicht mal als Kind, dass ich mich so schnell bewegen kann. Nur um zu gucken, ob der nur Scheiße erzählt hat. Darfst du eigentlich auch keinen erzählen. Ja, so war das früher, ne? Ach, woran ich mich auch noch mit Liebe erinnere. Ja? Zwei Kollegen von mir. Der eine hatte Final Fantasy VII. Hatte bis zum Endgegner gespielt, bis Sephiroth. Und ist dann da nicht weitergekommen. Ne? Weil natürlich hoffnungslos untertrainiert und hast du nicht gesehen. So. Dann hat er das Spiel einen Kollegen ausgeliehen und der hat Sephiroth platt gemacht. Ne? Und danach war der so geladen, der hat sich bei ihm hingesetzt. Ja, ist nochmal nach Hause, hat sie die Memory Card geholt, hat sich bei ihm hingesetzt und hat Sephiroth gemacht. Und hat den platt gemacht. Ne? Und es war so, die beiden waren natürlich auch Raucher. Ne? Da waren so Szenen bei. Man könnte sagen, das Spiel hätte fast ihre Freundschaft zerstört. Ne? Weil da gab es so Momente, hey, wolltest du nicht mal lieber Pause?
von wegen, sagt der eine so zum anderen, ja, Kippe. Und dann meinte so, hey, wolltest du nicht mal eine Pause? Kippe! Ja, ich hole. Also, das ist völlig ausgeartet, weißt du? Dann musst du das packst du ja auch eigentlich an den Kopf, ne? Aber es hat den echt so gewohnt, dass der den jetzt vor ihm platt hatte, ne? Der Hammer. Aber ich glaube, so eine Sepirot-Geschichte, ich glaube, die hat fast jeder auf Lager. Ich weiß noch, wie das jetzt mit meinem ersten Lauf war. Bin da quasi auch mit völlig falscher Taktik, hast du nicht gesehen, rein und dachte mir so, yo, was läuft hier denn gerade? Ich glaube, mittlerweile im Spielstand kriege ich den Platt, bevor er das erste Mal seine Superattacke auslöst, die ja 1200 Jahre dauert, danke. Ja, im Allgemeinen war es aber auf jeden Fall ganz lustig. Und natürlich, was ich auch noch mit Liebe zurückerinnere, ist meine Diablo 2 Suchterei. Ich glaube, sie sind im Ziel, oder? Ja, sind sie. Nein, nicht zum Unterschlupf. Neustart. Da war es auch völlig übertrieben. Also, ich weiß noch, wie wir da irgendwann beschlossen hatten, wir machen Namenpartys bei mir und wie wir dann Muli-Charaktere gemacht haben und nachher irgendwie die ganze Sache ausgeartet ist mit 164 Muli-Charakteren oder so oder 180, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich einiges an Items. Also das war schon heftig, wie schnell man mit 5 Kollegen zusammen die Item-Sammelspirale bei Diablo 2 aushebeln konnte. Das war schon immens. Ich glaube aber auch, das habe ich so ad absurdum gespielt. Ich glaube, deswegen kann ich auch Diablo 3 nicht mehr wirklich zocken. Einfach weil ich mir so mittlerweile denke, nee, das tust du dir nicht nochmal an. Ey, wusstest du noch, wie mal meine Mutter fast einen Herzinfarkt bekommen hatte? Also jetzt nicht im übertragenen Sinne, aber halt nicht wortwörtlich gemeint so rum. Da hatte ich die PS3 bekommen. Ich glaube 2 Jahre oder 3 Jahre nach dem Release der Slim hatte ich den Yellow Light of Death. Und natürlich jung, kein Geld und konnte auch nicht meinen Eltern das so klicken, dass das eigentlich ein Softwareproblem war oder ein Hardwareproblem in dem Sinne. Ja. Was habe ich gemacht? Die komplette Konsole auseinandergenommen auf YouTube. Ein Tutorial rausgezogen, wie man den Yellow Light of Death da verlieren konnte. Heißt also, das kleine Feinmechaniker-Werkzeug von meinem Vater genommen, komplette Konsole auseinandergebaut bis aufs Mainboard. Natürlich nicht gemerkt, wie die einzelnen Stütze zusammengesetzt werden, sondern einfach wild drauf auseinandergebaut. Man kann ein ganzes Kinderzimmer mit der PS3 verteilt, so in dem Sinne, um 3 Uhr morgens das Mainboard genommen, im Backofen gepackt für 200 Grad. Das da 10 Minuten laufen lassen und halt die ganze Sache auskühlen lassen. Kontraproduktiv bei der Sache war einfach nur, dass die ganze Küche nach Plastik, also verschmort Plastik gestunken hatte. Und um 3 Uhr morgens auch noch meine Mutter aufgestanden ist wegen dem Rauch, weil sie dachte, irgendwas ich auf seinem Brennen bin, der erstmal so einen richtigen Einlauf bekommen habe. Danach habe ich auch noch eine Woche gebraucht, um die ganze Konsole zusammen zu bauen. Weil eine Konsole auseinanderbauen ist eine andere Sache, aber sie wieder funktionsfähig zusammenzubauen ist die andere Geschichte. Ja, nun, dafür bist du jetzt aber einer, der sich auskennt mit der inneren Struktur einer PS3. Ja, also ich könnte dir die heute noch auseinander und zusammenbauen mit verbundenen Augen, glaube ich. ich habe wirklich alles, was am Anfang alles, ich habe es sozusagen falsch rum auf den Kopf gebaut. So, dass ich dann Teile über hatte, wie das Netzteil oder sehr die geil. Lüfter, wo ich mir dachte, okay, wo kommt das denn hin? Ja. Teilweise hatte ich Schrauben über so kleine Schrauben, wo ich mir dachte, okay, wo kommen die jetzt hin? Lassen wir mal weg, wird nicht wichtig sein. PS3 angemacht, boah, die läuft ja. Und dann hat es komisch geklackert. Was war's? Der Lüfter. Der komplett lose in der PS3 rumgeflattert ist. Also es waren so Geschichten. Junge, ich glaube, so hier lernt jeder Schrauber auch das Schrauben. Ja, das Problem war ja, du konntest ja damals nichts einziehen, wie die zusammengebaut wird. Dieser blöde Penner, warum muss er den denn da platt machen? Dieser Honk. Ja, das
Patrick hat auch so eine Geschichte gemacht mit der Xbox 360, ja, wo er den Red Ring of Death hatte, so in Handtücher gepackt, ne, und schön hochgeheizt. Solche hat er auch gemacht. Hat er mir auch erzählt. Da habe ich auch gesagt, bist wahnsinnig, bist du. Das dauert nicht lange, da fliegt die Konsole um den Kopf, ey. Ja, ich hätte mir dabei nur gedacht, ja, wenn es schon kaputt ist, machst du es richtig kaputt. Ja. Oder es funktioniert. Es hat aber danach funktioniert, das muss ich sagen. Also, man sagte ja, dass die beim Yellow Light of Death damals die, der Prozessor sich gelöst hatte. Mhm. Zwar noch anerkannt wurde, aber die Leistung nicht überbringen konnte. Und durch das Schmoren im Backofen bei 200 Grad, 18 Minuten, hast du sozusagen die Lötstellen verflüssigt. Ja, ja, klar. Und so konnte sich dann der Prozessor langsam einsetzen wieder. Weil der, man muss sich das so vorstellen, der ist ja nicht komplett raus, sondern es ist so wirklich so ein Millimeter, mhm, der vom Mainboard absteht. Und das reicht schon, um den Fehler lösen. Die Xbox hatte ja genau denselben Fehler. Deswegen konntest du das ja auch erstmal mit Hitze wieder quasi regeln. Weil das ja im Prinzip nur dafür gesorgt hat, dass die Lötstelle wieder flüssig wird. Theoretisch hättest du natürlich auch einfach einen Lötkolben nehmen können und das Lötzinn einfach nur wieder flüssig machen müssen. Reindrücken, fertig. Aber das Grundproblem war ja nicht gelöst. Also es war ja auch kein Wunder, dass dann ein paar Wochen später selbe Problem wieder auftrat. Weil ja einfach die Wärmeentwicklung zu heftig war. Nee, bei mir hat es bis zum Schluss keine Probleme mehr gegeben. Also es sind nur einmal dieses Problem und dann lief die Konsole sogar eine Zeit lang noch besser. Weil natürlich alles von innen gereinigt war. Also ich habe auch dann alles gereinigt. Ja, mit Taschentüchern und allem Pipapo. Und, ja, aber ich denke mal, der sie gekauft hat, wird das Problem früher oder später wieder gehabt haben. Das kann ich nicht sagen, weil ja, nee, ich hatte also, sie ja damals noch mit relativ viel Gewinn verkauft. Ja, nee, aber es ist ja halt so, das war ja halt wirklich, ach du Scheiße, das ist so ein Renner. Es war ja einfach wirklich das Problem der Wärmeentwicklung, ne? Anders ist das ja nicht entstanden, dieses Problem. Und auch wenn du den Prozessor halt wieder dran gemacht hast, es hat ja nicht das Problem mit der Wärme gelöst. Ne? Also deswegen, das war zumindest bei Xbox so. Ne? Also meine, da wurde auch das Mainboard getauscht komplett und hat aber halt nichts gebracht, weil der Fehler ist dann halt nachher nochmal aufgetaucht. Danach war schon keine Garantie mehr drauf, kennt man ja, ne? Und da habe ich mir dann auch einfach eine neue besorgt, ne? Weil ich gesagt habe, das hilft jetzt nichts mehr. Da habe ich mir dann eine besorgt, wo mehr Lüfter drin waren, eine zweite Generation. Und zum Schluss ist mir dann noch, was ist da passiert? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist mir da die Festplatte kaputt gegangen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Und auf jeden Fall musste ich mir dann eine Festplatte holen. Ich wollte noch einen zweiten Controller haben. Und das alles zusammen hätte mich mehr gekostet, als die Konsole neu zu kaufen. Dann gab es dann irgendwie ein Angebot, halt die Small mit zwei Controllern, mit großer Festplatte und so weiter. Da habe ich gesagt, ja komm, dann holst du dir halt die Small nochmal und verhökerst die alte nochmal. Ne? Die habe ich dann halt an einen Arbeitskollegen verhökert, der hatte auch heute noch Spaß mit. Und im Großen und Ganzen habe ich für die Small, ich glaube, 60 Euro bezahlt, weil ich durch den Verkauf der anderen halt wieder so viel reingekriegt habe. War ganz gut. Ach, was war ich denn? Da wollte ich bremsen wie früher mit X, Alter. Ich bin das so gewohnt, um Abgas zu geben, ne? Eigentlich total stumpf, ne? Hi, Jungs. Stört euch nicht an mir. Ich bin fast nicht da. Gott, das wird doch nichts mehr mit mir. Vielleicht bremsen die Bullen jetzt die anderen aus. Wisst ihr, es geht schon los. Dein Ernst? Ja, Bulle, gib mir Windschatten. Oh, unser Blut führt. Ja, da hat der Bulle aber gerade ganz. Oh nö, ne? Neu starten. Ja. Nein, nicht zum. Was will ich denn immer im Unterschlupf? Was stimmt denn mit mir nicht? Mit
nämlich halt auch direkt die Abkürzung. Da habe ich mich eben verpennt, weil ich so im Redefluss war. Kennt man ja. Ich sage dazu jetzt besser nichts. So ein Bock. Ich sehe schon mal nächste Luft raus. Gott sei Dank bist du gleich dran. Ich weiß nicht, Samson regt mir auch so ein bisschen oft mit seinen Kommentaren. Bisschen, ja. Ich weiß nicht, kennst du Knockin' on Heaven's Door, den Film? Ich glaube, den habe ich schon mal hier gesehen, ja. Nee, hier bei mir kannst du... Oder? Das muss aber noch zur Zeit gewesen sein, wo ich den Videorekorder hatte. Weil den Film hatte ich nur auf Video, ich habe den noch nicht auf Blu-ray oder auf DVD. Nee, den habe ich schon mal gesehen, aber dann nicht bei dir. Da gibt es ja diesen übereifrigen Polizisten. Ich fand den immer geil. Das war, das war Keller. Keller war gut. Hat er hier diesen Zettel gesehen zur medizinischen Voruntersuchung, wo die beiden ja hin waren, die Hauptprotagonisten. Und er meinte, gucken Sie mal, Chef, eine Vorsorgeuntersuchung um 16 Uhr, das können wir schaffen. Keller, das war gestern. Oh, das wird knapp. Was? Weißt du, der war so total übereifrig. Ich weiß nicht, ich fand den klasse. Der war so richtig schön Banane. Ich weiß nicht, ich fand den gut. Da war zwar ein Bob, aber er war irgendwie ein geiler Bob. Warum tue ich das? Nein, ja, Mann! Der schlechteste Bulle der Welt. Jeder, der so fährt wie ich gerade, ne, der muss normalerweise direkt rausgezogen werden. Das war aber allerhöchste Eisenbahn, was ich da gerade getrieben habe, ne? Dann übernimm das. Ja, so macht man das. Was? Du sollst oder nicht, bis gerade eben habe ich sogar vergessen, dass wir das in der Karte haben. Ich glaube alles, was die Karre jetzt nicht auseinanderfallen lässt. Sehr schön. Ja, doch, ist es. Wie, der war komm. Er war schneller als ich. Mega. Oh yeah. Nein. Gut, dann sagen wir auch an dieser Stelle see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Need for Speed Carbon. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.